Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Ich bin aus München gerade angereist und beim Herfahren hat man auch einen wunderschönen Blick kurz auf die Berge erheischen können. Aber ich habe mir gerade sagen lassen, morgen soll das Wetter noch schöner sein. Insofern finde ich, haben Sie die richtige Entscheidung getroffen, dass Sie heute Abend hier sind und morgen dann grillen können. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Thomas Pfeiffer, ich bin von Beruf Diplompädagoge. Ich habe das ich müsste mal nachrechnen, vor langer Zeit auf jeden Fall, länger als mir vielleicht lieb ist, in Regensburg studiert. Habe lange Zeit im sozialen Bereich auch gearbeitet, in der Hausaufgabenbetreuung beim Kreis Jugendring München, im Jugendtreff. Mittlerweile bin ich selbstständig und ja, mache einerseits solche Vorträge, solche Seminare, andererseits zur anderen Hälfte programmiere ich tatsächlich. Also ich habe mein Studium schon mit der Programmierung von Webseiten finanziert. Das war zur Jahrtausendwende, war das ein angenehmerer Job, als in der Fabrik zu stehen. Und mittlerweile mache ich Facebook-Applikationen beispielsweise, Gewinnspiele auf Facebook für Firmen. Das ist die eine Seite als Programmierer, aber die andere Seite eben auch als Pädagoge. Ich habe eben dieses Buch geschrieben, rechts sehen Sie es, mein Kind ist bei Facebook-Tipps für Eltern. Darum geht es heute. Aber was ich auch mache, sind Lehrvideos für Programmiererinnen, für Programmierer, wie man Webseiten gestaltet und so weiter. Ich habe gerade nachrechnen müssen, wann ich eigentlich studiert habe. Ich bin auf jeden Fall jemand in dem Alter genau an der Grenze zwischen jemandem, der mit dem Internet aufgewachsen ist und jemandem, der erst ins Internet eingewandert ist quasi. Aber ich kann beide Geräte noch miteinander verbinden. Ich weiß noch, was das eine mit dem anderen genau zu tun hat. Jetzt muss ich mal schauen, wir haben vielleicht einen jungen Mann da, wo jetzt vielleicht ein bisschen überlegen muss, der kann es sich nachher vielleicht von seiner Mutter erklären lassen, was der Bleistift mit der Kassette zu tun hat. Wer von Ihnen hat denn einen eigenen Facebook-Account? Kurz Handzeichen. Okay, vielen Dank. Jetzt machen wir mal die Gegenprobe. Bin mal gespannt, ob es aufgeht. Wer hat denn keinen Facebook-Account? Das ist sogar ein bisschen mehr als, ja, vielen Dank, ein bisschen mehr als die Hälfte. Manchmal stellt man nur die eine Frage und die anderen haben dann gar nicht aufgepasst und dann weiß man es nicht. Aber ich würde gerne gleich zu Beginn mal einen Crashkurs Facebook machen. Das heißt, eine Viertelstunde mehr Zeit nehmen, mal Facebook zu erklären. Was sind denn Facebook, die Möglichkeiten? Wie schaut es da aus? Das ist, denke ich, auch für diejenigen interessant, die einen Facebook-Account schon nutzen. Vielleicht das eine oder andere ist da nochmal neu dabei. Dann Privatsphäre und Datenschutz, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Darauf möchte ich eingehen, was das in Bezug auf Facebook heißt. Dann ein ganz wichtiger Punkt, der ist nicht nur für Facebook interessant, sondern auch allgemein fürs Internet natürlich, das Thema Urheberrecht. Was darf ich verwenden, was nicht? In dieselbe Richtung, aber genau von einem anderen Aspekt, Recht am eigenen Bild. Was muss ich hinnehmen, wenn jemand ein Foto von mir macht? Was kann ich dagegen tun, wenn ich das nicht möchte? Und am Ende noch Cyberbullying, Cybermobbing und da vor allem das Augenmerk auf diesen Cyberbereich legen. Also nicht, was Mobbing an sich, wie man damit umzugehen hat, sondern was das Besondere bei Mobbing ist, wenn es in Facebook oder überhaupt im Internet auftritt. Ja, das ist mein Facebook quasi. Es gibt in Deutschland etwa 25 Millionen Accounts, so Pi mal Daumen. Das sind die Angaben, die Facebook selber macht. Die ersten Anzeichen sagen sogar schon, es würde ein bisschen zurückgehen. Aber das ist immer noch so, dass in Deutschland eigentlich von 3 Leuten mindestens einer auf Facebook ist. Und je jünger die Leute sind, desto mehr sind dann auch online. Dieses Facebook hat im Wesentlichen 3 Bereiche. Die eigentliche Musik, die spielt hier in der Mitte ab. Ja, das ist die sogenannte Timeline oder auch Chronik genannt. Da sehe ich jetzt die Nachrichten von allen, mit denen ich auf Facebook verbunden bin. Ich persönlich gebe gleich zu, ich habe sehr, sehr viele Kontakte auf Facebook. Der offizielle Begriff von Facebook lautet Freund. Den lehne ich für meinen Bereich ab. Ich habe 2000 Bekannte oder Kontakte auf Facebook. Das liegt aber bei mir persönlich auch daran, dass ich das natürlich beruflich nutze, dass ich durch solche Vorträge, Bücher und so weiter auch mit vielen Leuten auf Facebook in Kontakt bin. Aber hier sehe ich eben die einzelnen Nachrichten. Und da hat ein Bekannter von mir, Maximilian hier oben, der hat einen Artikel gepostet aus der Zeitung Die Welt.
Hier sehen wir es und da geht es um die unberechenbare Wirkung des Kaffees. Und hat dann auch noch, auch Koffein ist eine komplexe Droge, einen Kommentar dazu geschrieben. Und wenn mich das jetzt interessieren würde und ich Zeit habe, dann könnte ich auch draufklicken oder eben hier unten auf diesen berühmten Gefällt-mir-Button klicken, direkt unterhalb des Bildes. Ich kann das Ganze kommentieren oder auch weiter verbreiten. Wenn ich der Meinung bin, dass meine Bekannten sich auch für dieses Thema Kaffee interessieren, dann könnte ich hier einfach das weiterverteilen. Ganz links sehen Sie die Navigation. Ich habe hier oben die Neuigkeiten, das ist genau das, was wir hier gerade sehen. Nachrichten, Veranstaltungen, das schauen wir uns dann später nochmal genauer an. Und was wir hier rechts sehen, unterhalb dieses Begriffes gesponsert, das ist der Bereich, mit dem Facebook Geld verdient. Anders als beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung, wo ein Werbetreibender sagt, naja, die Leute, die Süddeutsche lesen, die interessieren sich vielleicht auch für mein Produkt, also werbe ich in der Süddeutschen. Hier ist es ein bisschen anders. Und zwar, diese Werbeanzeigen sind nicht abhängig davon, was gerade auf der Seite zu sehen ist, sondern die sind abhängig davon, wer sich die Seite anschaut. Ich habe in meinem Facebook-Profil mein Alter angegeben, ich habe meine Interessen angegeben, Facebook weiß, wo ich wohne, Facebook weiß, auf welche Gefällt-mir-Seiten ich geklickt habe und so weiter. Und daraus hat Facebook den Schluss gezogen, du bist CMS-Entwickler. CMS ist die Abkürzung für Content Management Systeme. Das ist für einen Programmierer wie für mich tatsächlich eine Frage, die ich mit Ja beantworte. Und deswegen bekomme ich hier unten eben diese Werbung eingeblendet. Warum ich jetzt Gewinne diese Lady eingeblendet bekomme, das ist dann das Geheimnis von Facebook. Ganz so gut funktioniert dieses sogenannte Targeting auch gar nicht, dass man also möglichst zielgenaue Werbung ausliefert. Aber das ist genau der Punkt, weshalb Facebook versucht, möglichst viel über mich als User herauszubekommen. Denn je mehr Facebook weiß, desto zielgenauer kann Facebook diese Werbeanzeigen einblenden und desto teurer werden sie dadurch. Facebook ist aber nicht nur eben dieser ständige Rausch an Neuigkeiten, die da durchtrudeln, sondern Facebook hat auch viel mit Selbstdarstellung zu tun. Und Sie sehen hier mein Profil. Da sieht man ganz oben mein Profilbild, da war ich noch ein bisschen jünger, mein Namen und das sogenannte Titelbild hier oben. Das sind alles Informationen für diejenigen, die schon auf Facebook auch sind, die grundsätzlich öffentlich sind. Das heißt, Profilbild und Name kann ich gar nicht verstecken, das wird immer jeder sehen auf Facebook. Und dann sieht man eben hier beispielsweise einen Ausschnitt von meinen Freunden, die man hier angezeigt bekommt. Auch hier wieder die Werbung rechts und eben was ich für mich, wo ich wohne, dass ich hier in Regensburg studiert habe und so weiter. Also das ist dieser Selbstdarstellungsaspekt bei Facebook. Und wenn wir jetzt hier reingehen und auf dieses Freunde draufklicken, dann sehen Sie eben hier eine Übersicht und das sind im Endeffekt auch die Informationen, was ich gerade schon gesagt habe, die öffentlich sind. Also man sieht den Vornamen, den Nachnamen, in dem Fall noch wie viele gemeinsame Freunde der Sebastian und ich haben oder der Jöran Mus-Meerholz, mein Co-Autor des Buches. Das sind die Dinge, die öffentlich zu sehen sind. Sie sehen auch, dass ein Großteil der Leute sich dafür entschieden hat, ein richtiges Foto als Profilbild zu verwenden. Allerdings nicht jeder. Das muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Die meisten haben ein Profilbild, also Jutta würde man wahrscheinlich auf der Straße auch erkennen. Bei dem Sebastian wird es ein bisschen schwieriger. Und manche, wie Alexandra Duffhaus hier beispielsweise, haben ein völlig fremdes Profilbild genommen. Aber was man auch sieht, dass die allermeisten tatsächlich ihren richtigen Namen verwendet haben. Das ist auch von den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook so vorgeschrieben. Facebook geht auch dagegen vor, wenn man sich selber Donald Duck nennen würde beispielsweise. Aber wenn man sich einfach nur Thomas München nennt oder ich würde mich Thomas Schmidt nennen, dann würde Facebook meinen Account auch nicht sperren. Auch das ist etwas, was jeder für sich beantworten muss. Wie viel möchte ich von mir tatsächlich preisgeben? Die allermeisten machen das mit ihrem richtigen Namen. Was man auf Facebook noch viel hat, das sind natürlich viel Fotos. Und Sie sehen hier einen Ausschnitt von Fotos, die nicht ich selber gemacht habe, sondern von Fotos, auf denen ich zu sehen bin. Und die sieht man auf meinem Profil auch. Also jeder, der mein Profil besucht und dann auf Fotos klickt, sieht eben hier eine Reihe von Fotos, auf denen irgendjemand eingestellt hat. Und auf diesem Foto dann, wenn man auf so ein Foto drauf geht,
kann man hier auf die Nasenspitze klicken und kann sagen, ich glaube oder ich bin mir sicher, ich möchte mitteilen, dass auf diesem Foto hier in dem Fall gerade der Thomas Pfeiffer zu sehen ist. Dann bin ich auf diesem Foto markiert. Und wenn Sie ganz cool rüberkommen wollen, dann sagen Sie, Sie sind auf diesem Foto getaggt. Dann versteht das wahrscheinlich auch Ihr 13-jähriger Nachwuchs. Es war vor einem guten Jahr noch etwa, ging es durch die Medien, das Thema Gesichtserkennung. Die Entwarnung gleich vorweg, die Gesichtserkennung ist für die Europäische Union abgeschaltet. Aber das bedeutete, dass man sich von Facebook sagen lassen konnte, hey Facebook, wer ist denn auf diesem Foto zu sehen? Die Einschränkung, die aber immer dazu gilt, war nur aus meinem eigenen Freundeskreis. Also was nicht funktioniert ist, dass ich hier so nebenbei, ohne dass Sie das merken, mit meinem Telefon hier mal ein Foto von den ersten drei Reihen mache und dann dieses Foto bei Facebook hochlade und sage, sag mir mal, wer da auf dem Foto zu sehen ist. Das ging noch nie, sondern wir müssen vorher auch tatsächlich auch auf Facebook befreundet sein. Nur dann wird mir dieser Vorschlag gemacht. Aber und das ist die gute Seite der Nachricht, weil es so massiven Druck auch aus der Europäischen Union gab, von Datenschützern, auch aus Deutschland, hat Facebook diese Funktion für die EU abgeschaltet. Das heißt, Gesichtserkennung funktioniert nicht. Sie können kein Foto hochladen und sich einfach anzeigen lassen, wer zu sehen ist. Wenn Sie übrigens direkt Fragen haben, wir machen nachher natürlich eine Fragerunde, aber wenn Ihnen was komplett auf der Seele brennt und wenn Sie sagen, Mensch, ich muss das unbedingt jetzt loswerden, machen Sie sich bemerkbar, dann entscheide ich, ob ich Sie dran nehme oder nicht, aber das schauen wir dann einfach. Facebook weiß relativ viel von einem, aber auch hier die Einschränkung, nur das, was ich selber aktiv mitgeteilt habe. Sie sehen hier eine Karte von Deutschland. Und wahrscheinlich können Sie erkennen, wo ich wohne, nämlich da, wo ich 89 Mal war, hier im schönen München oder im Großraum München. Dann war ich ein paar Mal noch in Berlin, 15 Mal und sogar hier bis nach Tirol und ins Oberland runter. Das heißt, wenn ich mich aktiv irgendwo an einem Ort angemeldet habe, Facebook überwacht mich hier nicht auf Schritt und Tritt, sondern nochmal, viele nutzen ja mittlerweile das mit dem iPhone oder mit einem anderen Smartphone, ist ja ein GPS-Empfänger drin und dann kann ich sagen, ich möchte mich an einem Ort, jetzt kommt wieder das besondere Wort für Ihren Nachwuchs, einchecken. Wenn ich mich hier am Gymnasium einchecke, dann entsteht eben hier so ein kleiner Punkt zum Beispiel und wenn ich hier drauf gehe, dann sehen Sie, dann kann man sich das anklicken lassen und dann war ich im November 2011 in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel und habe über Strategien gegen Rechts im Internet referiert. Das heißt, man kann eben angeben, wo man ist, muss es natürlich auch sehr bewusst einsetzen. Ja, für mich als Vortragsreisender ist es natürlich nochmal, hoppala, es geht schon weiter, ist es natürlich praktisch. Man muss es für sich, wenn man es privat, wenn man es ja privat nutzt, kann man natürlich auch mal sagen, naja, wenn der Nachwuchs sagt, ich checke mich gerade im Schwimmbad ein, aber eigentlich wäre ja noch der Religionsunterricht nachmittags, dann kann das natürlich aus Elternsicht eine ganz hilfreiche Funktion sein. Man muss nur wissen als Kind, was man da tut und was man besser bleiben lassen sollte. Schwierig wird diese ganze Diskussion Facebook, Privatsphäre, Datenschutz dadurch, dass ich nicht nur mich selber an einem Ort anmelden oder einchecken kann, sondern dass ich das auch für meine Freundinnen und Freunde tun kann. Dann kann ich also sagen, ich bin gerade mit dem Maximilian im Schwimmbad. Und das wird dann natürlich wiederum schwierig, wenn ich eine Information über jemand anderen rausgebe. Also entweder ist es mein bester Kumpel und ich weiß, dass der das haben möchte, oder ich riskiere einen ordentlichen Streit, das dann aber eventuell auch zu Recht. Was wir hier sehen, das ist eine Facebook-Party. Das ist genau dieses Teil, was man ab und zu in den Nachrichten sieht oder wovon man in den Nachrichten hört. Eine Facebook-Party heißt offiziell Facebook-Veranstaltung. Bei einem Marketing-Seminar würde ich sagen Facebook-Event. Bezeichnet aber alles immer genau das Gleiche. Man hat zunächst einmal eine Überschrift, wie hier, das ganz oben, Isarnetz Orga-Team treffen, das ist der Titel der Veranstaltung. Dann gibt es hier eine kurze Beschreibung, also das Isarnetz ist eine Runde in München, wo es um Netzthemen für München eben geht. Und dann sieht man, wo das Ganze stattfindet, in der Adam-Lehmann-Straße 56. Und Sie sehen hier links, wer schon zugesagt hat, und wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob er oder sie kommt. Und dann, und das ist noch ein Punkt,
man kann bei so einer Veranstaltung unten noch auf die Pinnwand schreiben. Kann eine Nachricht hinterlassen auf so eine Art virtuelles schwarzes Brett und kann sagen, ich bringe den Schnaps mit vielleicht oder ich bringe die Bratwürstel mit und Ketchup brauche ich nicht, ich habe Senf dabei oder sowas. Das war es im Wesentlichen und dann können Sie hier links oben noch ein Veranstaltungsbild anzeigen und fertig. Manchmal gerät so etwas aus den Fugen, dann nämlich, wenn ungebetene Gäste kommen und wenn sich das selber quasi immer mehr verstärkt und Leute davon erfahren, die überhaupt nicht eingeladen waren und auch gar nicht mal eingeladen werden sollten unter keinen Umständen. Darauf kann man, wenn man ein bisschen achtet, sich relativ gut davor schützen. Kann Sie hier sehen, hier kann ich eine Veranstaltung erstellen. Das ist quasi, wenn es eine Steuererklärung wäre, wäre es die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Extrem wenig muss ich hier nur ausfüllen. Ich gebe oben den Namen an, zum Beispiel Geburtstagspartys. Dann schreibe ich bei den Details noch ein paar Sachen rein. Ich feiere heute meinen 16. Geburtstag. Und dann geht's los. Wenn Sie da schreiben, bei wo, dann wird man normalerweise sagen, naja, da schreibe ich meine richtige Adresse rein. Es ist aber sehr hilfreich bei einer privaten Veranstaltung, wie einer Geburtstagsfeier beispielsweise, dass ich hier einfach reinschreibe, wir feiern bei mir zu Hause oder bei uns in der Gartenlaube. Das sorgt schon dafür, dass mein engster Kreis, die 10, 15 Leute, die ich tatsächlich einladen möchte, die werden wissen, wo das ist oder die können mich einfach ganz normal in der Pause in der Schule fragen. Völlig Fremde haben da schon Probleme, das irgendwie herauszufinden. Das ist die erste Variante, die erste Möglichkeit, sich zu schützen. Dann schreibt man natürlich noch hin, wann die Party tatsächlich steigen soll. Und dann sind die nächsten zwei oder drei Punkte, die sind wichtig. Privatsphäre steht drüber. Und dann kann ich hier angeben, wer eingeladen sein soll. Und in dem Fall habe ich angegeben, nur für eingeladene Gäste. Großes Problem bei Facebook, die Grundeinstellung ist hier normalerweise, da steht da öffentlich. Das heißt, buchstäblich Hinz und Kunst kann kommen. Und das ist etwas, das sind nur zwei Klicks. Mit dem ersten Klick auf den Pfeil mache ich das Dropdown-Menü auf und mit dem zweiten Klick sage ich dann nur eingeladene Gäste und fertig. Und wenn ich dann bei den nächsten beiden Punkten Gäste können Freunde einladen und Gästeliste anzeigen, die beiden Häkchen rausnehme, dann bin ich schon auf einer ganz, ganz sicheren Seite. Problem ist, Facebook hat hier normalerweise die Voreinstellung genau andersrum. Das heißt, wenn ich hier sage, Gäste können Freunde einladen, dann befördere ich natürlich genau dieses Schneeballsystem, was dann irgendwann in der Tagesschau landet, dass die Leute sich einen Spaß draus machen und wenn sie die Gästeliste sehen und sagen, Mensch, da sind ja schon 150 Leute am 16. Geburtstag da, haha, wie lustig, ich werde der 151. Dann ist es so ein Mechanismus, der in Gang kommt und der sich ab und zu hochschaukeln kann. Wenn ich die Gästeliste verstecke und sage, nur ich darf einladen, dann bin ich da schon relativ gut dabei. Jetzt muss ich nur kurz soweit mal zum Thema Facebook, Facebook Crashkurs. Ich möchte gerne zum nächsten Punkt gehen, Privatsphäre und Datenschutz auf Facebook. Das ist ja auch genau ein wichtiger Punkt. Wenn man mit Facebook diskutiert, auf Podien, in Diskussionsrunden, dann sagt Facebook immer, ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Sie können bei uns doch alles einstellen, wir haben doch gar kein Problem. Das macht Facebook ganz geschickt, denn die Aussage an sich ist richtig. Man kann immer alles irgendwie einstellen, man muss aber sehr genau wissen, was man da tut. Und oftmals ist es aus pädagogischer Seite, aber auch von politischer oder gesellschaftlicher Seite spannend, doch auch zu sagen, naja, man muss manchen Leuten auch die Hilfestellung geben. Ein Beispiel, man kann bei diesen Privatsphäre-Einstellungen zwischen diesen drei Grundkategorien wählen, wer soll was sehen können. Also die Freunde von Freunden, Freunde, Benutzer definiert. Das heißt, da kann ich es dann ganz genau einstellen. Und man denkt sich, hey, ich habe nicht viel Zeit, ich will mir da keine Gedanken machen. Freunde von Freunden ist doch ganz easy. Das sind ein paar Leute, die aus dem Fußballclub und dann noch deren Kumpels, ist doch kein Problem. Wenn man mal davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher Mensch vielleicht 150 Bekannte hat. Bekannte sind also definiert, das sind Leute, die würde ich, wenn ich sie in am Marienplatz zufällig treffen würde, zumindest kurz anhalten und guten Tag sagen. Ja, man kennt sie mit Namen, das müssen nicht die besten Kumpels sein, aber das ist jemand, den man schon irgendwie auf der Straße auch
erkennt und dann begrüßen würde. 150 Freunde, die haben auch wieder 150 Freunde ihrerseits, kommt man rechnerisch auf 22.000 Personen. Da gibt es natürlich viele Überschneidungen, ja. Das heißt, die ganzen Klassenkameraden kennen sich natürlich untereinander. Aber selbst wenn 3/4 davon Überschneidungen sind, dann kommt man bei dieser harmlos klingenden Einstellung Freunde von Freunden auch auf mehrere tausend Personen. Das ist also schon jede Menge Holz, wo man sich sehr wohl überlegen muss, möchte ich eigentlich, dass meine privaten Strandfotos tatsächlich diese 2.000 oder 3.000 Leute sehen können oder schränke ich dieses Publikum nicht viel besser dramatisch ein? Wie kann ich das machen? Sie sehen hier nochmal einen Ausschnitt aus meiner Facebook-Chronik und da sehen Sie nochmal hier diese Freunde mit der Anzahl und die Namen und Profilbilder. Und wenn ich mit der Maus gemütlich über mein Facebook-Profil fahre, ohne zu klicken, dann gehen hier eben immer so kleine Stifte auf. Die sind ein bisschen unscheinbar, wenn ich mit der Maus auch nicht drüber fahre, sehe ich die auch nicht. Aber wenn man danach genau sucht, dann kommt man da schon hin. Und dann kann ich hier draufklicken auf diesen Bereich Privatsphäre bearbeiten. Und dann kann ich beispielsweise angeben, wer soll sehen können, mit wem ich auf Facebook befreundet bin. Das ist eine Einstellung, die grundsätzlich für alle Welt zu sehen ist. Grundsätzlich kann jeder sehen, mit wem ich auf Facebook eine Bekanntschaft oder in Kontakt getreten bin. Wenn ich nicht möchte, dass es jeder sieht, klicke ich da drauf. Und dann kann ich hier eben diese Freundesliste hier ändern und kann sagen, nur meine eigenen Freunde sollen sehen, mit wem ich noch befreundet bin, aber weiter soll das nicht gehen. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich unterschiedlich trifft. Oftmals ist es so, je jünger ein Kind ist, desto enger macht man die Einstellung natürlich. Und je nachdem auch, wie man das Facebook-Profil nutzt, ob man das sehr privat nutzt oder auch sehr öffentlich. Ja? Die Frage war, ob man das für jede einzelne Person individuell einstellen muss. In dem Fall nein, da macht man es für die gesamte für den gesamten Freundeskreis, den man hat. Aber das bedeutet zunächst mal hier nur die Freunde. Ich muss dann extra nochmal angeben, meine Religion möchte ich, dass die, also zunächst mal muss ich entscheiden, möchte ich überhaupt das auf Facebook eintragen oder nicht. Und dann kann ich sagen, die sollen meine Freunde sehen können, aber niemand anderes. Auf welche Schule ich gehe, das soll öffentlich bekannt sein beispielsweise. Oder meine Fotos sollen grundsätzlich nur meine Freunde sehen, nicht aber meine Mutter und mein Vater. Auch das kann man einstellen, es ist ein paar Klicks, aber man muss sich die Zeit nehmen und das schön der Reihe nach durchgehen. Und das ist genau das Problem, was Facebook dann oft vorgeworfen wird, wo man sagt, naja, diese Einstellung, das ist schon teilweise eine wüste Klickerei und es ändert sich auch alle paar Monate, weil so leicht so Screenshots oder so das Screen-Design von Facebook ab und zu auch geändert wird. Ein guter Beginn, um sich mal mit Ihrem Kind zu Hause hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, ist, wenn Sie bei dem Profil gemeinsam mit Ihrem Kind sich mal bei Facebook anmelden und sagen, Mensch, ich möchte mal das eigene Profil anzeigen aus der Sicht von jemand Fremden. Das heißt, das ist eine gute Funktion von Facebook tatsächlich. Man kann einmal testen und kann sagen, wie sehen denn völlig Fremde, die zwar einen Facebook-Account haben, aber die ich nicht kenne, wir haben auch keine gemeinsamen Freunde und nichts, was sieht denn diese Person von mir? Und dazu gehen Sie eben auf dem eigenen Profil, Aktivitätenprotokoll und dann Anzeigen aus der Sicht von. Und dann kann ich anfangen zu vergleichen. Sehe ich da die Fotos? Möchte ich, dass die Öffentlichkeit meine Fotos sieht? Ja oder nein? Wenn dem nicht so ist, muss ich das Publikum für diese Fotos einschränken. Und dann kann ich schön der Reihe nach mich durchklicken. Und das ist eine Funktion, die viele Kinder, viele Jugendliche, die eigentlich grundsätzlich die meisten, die auf Facebook sind, sehr, sehr spannend finden, um dann zu entscheiden, eben passt dieses Bild, das ich von mir auf Facebook in der Öffentlichkeit abgebe, passt es zu dem, was ich auch tatsächlich machen möchte. Es gibt den Bereich Privatsphäre, Einstellungen und Werkzeuge. Da kommen Sie über die Privatsphäre, Einstellungen bei Facebook hin. Und da muss man sich die Zeit nehmen, mit dem eigenen Nachwuchs sich hinzusetzen, denn diese Beschreibungen und was man da einstellen kann,
Da muss man manchmal zweimal um die Ecke denken. Wenn man dann mal draufgekommen ist, was damit gemeint ist, denkt man, ja klar, verstehe ich. Aber auch das ist so ein typischer Bereich, den man bei Facebook oft hat. Facebook sagt, hier können Sie alles einstellen, es ist alles erklärt, aber teilweise nicht in einer Sprache, die den Laien anspricht oder wo ein Laie versteht. Aber Sie können sie hier eben einstellen, beispielsweise, wer kann nach mir suchen? Und ich kann angeben, ob zum Beispiel möchtest du, dass andere Suchmaschinen einen Link zu deiner Chronik enthalten. Wenn man da nachdenkt, möchtest du, dass andere Suchmaschinen einen Link zu deiner Chronik enthalten? Es ist in einfachen Worten ausgedruckt, möchtest du, dass man dich auf Google findet, dein Facebook-Profil, ja oder nein? Voreinstellung in dem Fall ist ja. Ich habe hier auf ausgeklickt, das heißt, wenn Sie bei Google nach mir suchen, dann kommen Sie in dem Fall mit dieser Einstellung nicht auf mein Facebook-Profil. Auch das kann man individuell jeder für sich selber einstellen. Oder wer kann meine Inhalte sehen? Und in dem Fall habe ich gesagt öffentlich, das heißt grundsätzlich kann jeder alles sehen, was ich schreibe. Aber es gibt gute Gründe, wenn man sein Facebook-Profil viel privater benutzt, dass man sagt, grundsätzlich sollen es erstmal nur diejenigen sehen, mit denen ich schon auf Facebook befreundet bin. Hier kann man diese Einstellung vornehmen. Das nächste auch, Chronik- und Markierungseinstellungen. Also Markierungseinstellungen, das ist das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Dieses Foto, wo ich auf die Nasenspitze geklickt habe und dann sagen konnte, hier auf dem Foto ist Thomas Pfeiffer zu sehen. Und wie Sie mit diesen Einstellungen umgehen, das kann man hier einzeln einstellen. Wer kann Inhalte zu meiner Chronik hinzufügen? Das heißt, auf meinem eigenen Profil, wo ich Fotos von mir einstelle, wo ich Nachrichten schreibe, wo ich Links zu irgendwelchen Zeitungen und so weiter poste, können das natürlich auch andere machen, wenn ich diese Einstellung nicht ändere. Ich habe gesagt, ich möchte, dass nur ich dort posten kann. Aber das ist eine Einstellung, wo man sich durchaus überlegen muss bei Kindern, bei Jugendlichen, die zum Beispiel Opfer von Cybermobbing oder Cyberbullying geworden sind oder auch gerade werden, dass man hier diese Einstellung vornimmt und sagt, hey, niemand Fremdes darf auf meiner virtuellen Pinnwand auf Facebook eine Nachricht hinterlassen. Warum? Ganz einfach, in dem Fall habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, weil ich sage, wenn jemand anders was schreiben soll, dann soll er das bitte bei sich machen, aber meine Timeline, da möchte ich, dass nur ich etwas schreiben kann. Hier kann man eben das hier extra einstellen. Ein bisschen schwieriger wird es dann bei, ja? Die Frage, ich wiederhole es nochmal für alle, ich weiß nicht, ob es alle gehört haben, die Frage war, ob jetzt Leute auf meiner Pinnwand auch kommentieren können. Das ist nach wie vor möglich, aber mit dieser Einstellung können Fremde nur auf meiner Pinnwand grundsätzlich nichts Neues hinschreiben. Aber sie können kommentieren auf einen Beitrag, den ich selber geschrieben habe, das kann man grundsätzlich nicht verhindern. Ich kann aber dann natürlich, wenn so ein Kommentar gepostet worden ist, diesen Kommentar problemlos löschen, indem ich einfach mit der Maus drüber fahre und sage, Kommentar löschen. Und dann kann ich zum Beispiel auch sagen, Kommentar löschen und den anderen Nutzer blockieren oder entfreunden, dass der in Zukunft nicht mehr kommentieren kann. Ja, man muss sich an ein paar Begriffe neu gewöhnen. Also entfreunden, wenn ich einfach die virtuelle Freundschaft, die eigentlich keine Freundschaft ist, sondern mehr eine Bekanntschaft, wenn überhaupt, wenn ich die dann virtuell beende, dann sage ich entfreunden. Wenn wir von Twitter reden, das Sie vielleicht ja eh schon in den Nachrichten davon gehört haben, da kann man sich nicht entfreunden, sondern entfollowen oder entfolgen. Wobei es tatsächlich so ist, dass ganz viele das auch auf Englisch, also das ist ja ein deutsch-englischer Begriff, jemanden entfollowen. Aber so ist es halt in der modernen Welt. Ganz wichtig bei Facebook, und das ist etwas, was mich persönlich tatsächlich auch sehr ärgert, hier ist ein Beispiel. Facebook versucht an allen Ecken und Enden mir irgendwelche Informationen über mich mir abzuluxen. Und ich muss jedes Mal widerstehen und sagen, nein, ich möchte jetzt nicht meine Telefonnummer eintragen, auch wenn es bequem wäre. Wenn Facebook meine Telefonnummer kennt und mein Konto irgendwann mal gehackt wird von Kriminellen, dann versucht Facebook über die Telefonnummer, schickt mir dann eine SMS mit einem Freischaltcode und das ist schon eine höhere Sicherheit.
aber gleichzeitig weiß Facebook noch mehr über mich. Ja, und irgendwann bekomme ich dann SMS-Werbung, was ich nicht möchte. Oder Facebook sagt dann, Mensch, hier möchtest du nicht nochmal sagen, wo du wohnst, möchtest du deine Hobbys nicht angeben, möchtest du nicht sagen, welche Noten du in der Schule hast und so weiter. Und man ist ständig dabei zu sagen, nee, will ich nicht, lass mich doch einfach bitte in Frieden. Und hier sieht man, irgendwann ist bei mir Facebook mit der Nachricht hochgepoppt, dass die gesagt haben, hey, du bist doch auf Skype. Ich habe irgendwann mal irgendwo mein Skype-Profilnamen angegeben. Also Skype ist ja diese Internet-Telefonie und Videotelefonie. Und ich habe mir nichts Böses gedacht und plötzlich poppt es auf und Facebook sagt, Mensch, möchtest du mir nicht dein Skype-Passwort verraten? Dann schauen wir in deinem Skype-Konto nach, welche Kontakte du da hast und vergleichen deren E-Mail-Adressen mit deinem Freundeskreis bei uns. Und vielleicht bist du ja auf Skype mit Leuten befreundet, mit denen du noch nicht auf Facebook befreundet bist. Und das ist von der Grundidee, erstmal würde man sagen, das ist ein Service. Klar, ja, meine 50 Skype-Kontakte, die ich habe, vielleicht gibt es da den einen oder die andere, die ich auf Facebook noch nicht habe. Von der Grundidee kann man da erstmal nichts sagen. Und wenn man Facebook damit konfrontiert, sagen die auch, was wollen sie denn? Sie müssen doch da einfach ihr Passwort nicht eingeben. Aber man muss höllisch aufpassen, dass man hier nicht ruckzuck, weil man nicht viel nachgedacht hat, weil dann Pop-up aufgeht und weil man es eh gewohnt ist im Internet, dass man ständig, wenn man bei Amazon einkauft, dreimal sein Passwort nochmal verifizieren muss oder sowas. Und wenn man das gemacht hat, und das ist das Gefährliche dran, zum einen hat man einer Firma einfach sein komplettes Adressbuch gegeben. Das funktioniert nicht nur bei Skype, sondern auch bei Hotmail oder Gmail und so weiter. Auf diese Weise lernt Facebook auch etwas über Leute, die noch nie was mit Facebook zu tun haben wollten und die sich auch in Zukunft nicht anmelden möchten. Wenn jetzt der eine oder die andere heute Abend zu Hause sagt, Mensch, ich probiere das jetzt mal aus, ich mache mir ein eigenes Facebook-Konto mal auf und schaue einfach mal eine Woche lang rein und dann entscheide ich, möchte ich dabei bleiben oder nicht. Dann meldet man sich mit dem eigenen Namen und mit der richtigen E-Mail-Adresse an. Und wenn aus dem eigenen Freundeskreis einer, zwei oder drei Leute so einen Service hier schon mal genutzt haben, dann weiß Facebook, dass diese Adresse, die sich jetzt hier neu anmeldet, ja im Adressbuch vom Martin, vom Michael und vom Rüdiger drinsteht. Das heißt, Facebook wird sehr schnell diesem Neuankömmling sagen, hey, der Martin hat dich im Adressbuch, das ist doch ein Freund von dir, magst du dich mit ihm nicht befreunden? Das ist zu Recht, wie ich finde, dann ein bisschen ein gespenstisches Gefühl, wenn man sich da neu anmeldet und man bekommt gleich sofort eine gespenstisch treffgenaue Liste von Leuten, die ich irgendwie kenne. Aber dieser Mechanismus oder hier ist die Datenquelle dazu und deswegen rate ich dringend davon ab, irgendwelche fremden Passwörter bei Facebook einzutragen. Das einzige Passwort, das Sie bei Facebook eintragen müssen, ist das Facebook-Passwort, aber bitte kein E-Mail-Passwort oder Skype-Passwort oder irgendwas Ähnliches. Weil man dadurch natürlich auch Daten und Informationen über unbeteiligte Dritte weitergibt, was man schon allein aus Respekt denen gegenüber nicht machen sollte. So viel zum Thema Privatsphäre, Datenschutz. Ein bisschen vorsichtig, ein bisschen nachdenken und lieber auch mal den Mut zur Lücke haben. Man kann grundsätzlich bei Facebook alles immer noch später nachtragen. Also man muss keine Gelegenheit beim Schopf packen, sondern man sollte sich in Ruhe hinsetzen und sagen, das entscheide ich morgen, ob ich diese Information einstelle oder nicht. Ganz der Herr in der letzten Reihe hat eine Frage. Das war die Frage kürzer, als ich hier Wasser einschenken konnte. Die Frage war, ob Daten gelöscht werden von Facebook. Ja und nein. Wenn ich mein Facebook-Konto abschalte, wenn ich aus Facebook rausgehen möchte, ich habe das für die Recherche vom Buch, haben wir das auch mal durchgespielt an einem Konto, und gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn ich mein Facebook-Konto löschen möchte? Dann geht das, sagen Facebook-Vertreter, haben sie auch recht.
Aber man wird da der Reihe nach durchgeklickt. Möchtest du wirklich löschen? Ja. Bist du dir ganz sicher? Dann klicke hier bitte auf Weiter. Und dieser Weiter-Button ist so ein kleiner, unscheinbarer Text-Button. Und links nebendran schön in Facebook blau und groß und auffällig. Nein, doch nicht, abbrechen und so weiter. Also man muss sich da ein paar Mal durchklicken. Und dann geht es richtig los. Dann sagt, wenn man also fünfmal das bestätigt hat, dann kommen die Freunde von einem, werden schön aufgezeigt und drüber steht dann, wir werden dich vermissen. Und dann kommen die ganzen Fotos und da muss man sehr stark sein und sagen, ja gut Leute, also nicht ihr, sondern Facebook. Und das ist ein relativ langwieriger Prozess. Wenn man sich entschieden hat, dann kann man den durchaus durchgehen. Und dann ist es so, dass dieses Konto zunächst auf inaktiv gesetzt wird. Das heißt, wenn man sich innerhalb von einer gewissen Frist, das sind momentan 6 Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn man innerhalb von 6 Wochen sich wieder anmeldet, dann ist alles so wie gehabt, als wäre nichts geschehen. Für die anderen ist aber der Account in dem Moment erstmal inaktiv. Das heißt, und das ist die Ja-Seite, wenn ich Inhalte lösche auf Facebook, dann sind die ab diesem Moment nicht mehr öffentlich zugänglich. Soweit ist es richtig. Die Nein-Seite bedeutet, die sind nicht tatsächlich weg, sondern wenn ich Inhalte oder auch mein ganzes Konto wieder aktivieren möchte, kann ich das sehr einfach wiederum machen. Eine weitere Einschränkung, wenn ich ein Foto beispielsweise hochstelle und dann sagt die abgebildete Person, hey du, guck mal, ich sitze da hinten blöd in der Ecke und du, wie ich gerade irgendwie esse und schaue irgendwie ein bisschen komisch aus auf dem Foto, nimm das bitte raus. Dann ist es also in diesem Moment nicht mehr öffentlich zu sehen. Wenn in der Zwischenzeit aber jemand das Foto genommen hat und weiterverbreitet hat oder sich einen Screenshot gemacht hat, kopiert hat und wieder hochgeladen hat, dann komme ich da natürlich nicht mehr ran. Und gerade bei Fotos, auf denen jemand so extrem unvorteilhaft zu sehen ist, gibt es schnell andere Leute, die eine Kopie von diesem Foto machen und dann ihrerseits weiterverbreiten. Deswegen ist das, was mal auf Facebook ist, theoretisch und in vielen Fällen kann man das auch wieder rausnehmen, aber gerade die paar, bei denen es wirklich spannend ist, wo wirklich ein Foto ist, das man sehr schnell raushaben möchte, da wird es dann schwierig. Jetzt habe ich hier vorne eine Frage und dann da. Nein, auch wenn jemand ein Bild teilt, dann ist es quasi eine Kopie und dann hat der diese Kopie davon. Zu den Fotorechten kommen wir jetzt gleich. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Die Frage werde ich jetzt im Laufe des nächsten Kapitels beantworten, denke ich. Zum Thema Urheberrecht würde ich gerne jetzt nämlich kommen. Es gab vor einem dreiviertel Jahr eine Aktion auf Facebook, die sah so aus. Überschrift Helden unserer Kindheit. Ich tue mir immer noch schwer, ich erkenne nicht alle, aber Mickey Maus und Bambi kann ich noch erkennen bei den beiden hier rechts oben. Susi und Strolch, ich lasse es mir jedes Mal sagen, aber ich habe es mir noch nicht gemerkt. Ich bin aus dem Alter auch raus. Aber die Aktion war, sie wird hier unten erklärt, habt ihr schon von dieser Aktion gehört? Ersetzt ab jetzt bis zum 18. November euer Profilbild auf Facebook durch das Bild eures Comichelden. Ziel des Spieles ist eine richtige Flut an Kindheitserinnerungen. Wir sind gespannt, wer von euch einen Disney-Charakter als Profilbild hochlädt. Wer ist der Meinung, da kann man bedenkenlos mitmachen, machen ja alle, ist doch gar kein Problem. Kurz um Handzeichen bitte ich. Trauen Sie sich. 2, eine Handvoll. Okay, Gegenprobe, wer ist der Meinung, das ist nicht in Ordnung? Jetzt, ja, und jetzt, vielen Dank, und jetzt wäre ich natürlich interessiert daran, was sind die Leute, die sich nicht gemeldet haben, welche Meinung sind die, welche Meinung haben die. Das ist ein bisschen, ich mache es ein bisschen schwieriger. Schauen Sie mal links oben, dieses Helden unserer Kindheit. Eine Aktion von Disney Deutschland. Darf ich es jetzt machen? Wer ist jetzt der Meinung, ich darf jetzt, wenn Disney Deutschland diese Aktion macht, Handzeichen, wer sagt, da mache ich doch mal mit? Weniger. Es ist eine etwas schwierige Frage. Ja?
Also die Frage, ich wiederhole es nochmal für alle, war, ob jetzt Disney Deutschland auch die Rechte beispielsweise von anderen Comichelden, die nicht zu Disney gehören, ob die überhaupt die Rechte dran haben und mir geben können. Wahrscheinlich glaubt Disney, dass es keine anderen Comichelden gibt aus anderen Häusern. Aber grundsätzlich ist es so, das Urheberrecht ist relativ einfach. Ich darf nichts machen. Ich darf keine fremden Werke verwenden, es sei denn, ich habe eine ausdrückliche Erlaubnis. Punkt. Damit ist die Sache eigentlich erledigt. Das heißt, wenn ich jetzt von meinem Profilbild, mein Profilbild ersetze durch Mickey Mouse, dann brauche ich die Erlaubnis vom Rechteinhaber. Bei Mickey Mouse ist es klar, von Disney. Jetzt muss ich als nächstes fragen, darf denn jetzt hier diese Seite Disney Deutschland, die auf Facebook diese Fanseite betreut, darf die mir diese Rechte geben? Zunächst mal braucht sie die Rechte, um sie weitergeben zu dürfen. Und da ist es so, es war lange Zeit zum Beispiel von Nutella, gab es eine Fanpage, die wurde auf Facebook größer und größer. Es gab mehrere 10.000 Fans, die gesagt haben, hey, Nutella finde ich klasse, brauche ich 2 Gläser in der Woche. Bis sich herausgestellt hat, als diese Seite sehr groß wurde und sehr bekannt wurde, dass es eine Seite von echten Fans war. Das heißt, das war keine Fanseite von Ferrero, die das herstellen, sondern von Leuten, die das einfach gerne essen. Das Gleiche war auch beim ZDF mit einem Twitter-Kanal. Das zwar ehrwürdige zweite deutsche Fernsehen, mittlerweile ja über 50 Jahre alt, hat auch einen sehr aktiven Twitter-Kanal. Der wurde ursprünglich von echten ZDF-Fans, die wahrscheinlich deutlich unter dem Durchschnittsalter waren, aber von echten Fans betreut. Und man hat in der Fachwelt sich gedacht, wow, also das ist ZDF, das hätte man dem nicht zugetraut, dass die sowas Tolles haben, glauben wir ja gar nicht, bis sich herausgestellt hat, dass das Leute waren, die einfach Fernsehgucker sind, die mit dem ZDF in Mainz gar nichts zu tun haben. Mittlerweile sind die dann angestellt worden als Twitterer tatsächlich oder Social-Media-Redakteure. Aber die Tatsache, dass jemand eine Facebook-Fanpage betreut, die Disney Deutschland heißt, heißt noch nicht automatisch, dass es auch tatsächlich eine echte Disney-Deutschland-Seite ist. Das heißt, in dem Moment, in dem ich bei dieser Aktion mitmache, kann ich das machen. Und in der Praxis wird mir wahrscheinlich niemand eine Abmahnung schicken und mich niemand vor Gericht zerren. Wenn es aber so wäre, dann müsste ich nachweisen, dass ich die Rechte habe, die Verwertungsrechte, dass ich das machen darf. Und dann könnte ich hergehen und sagen, liebe Frau Richterin, ich habe die Erlaubnis hieraus abgelesen. Ich bin der Meinung, dass mit dieser Aktion ich automatisch dieses Recht erhalten habe. Und dann kann die Richterin sagen, ja, mag ja sein, aber Disney Deutschland, das hat nichts mit Disney Deutschland zu tun, das waren irgendwelche Spaßköpfe, die haben gar nicht die Rechte. Sie sind erstmal dafür haftbar zu machen, dass sie diese Urheberrechte verletzt haben. Und als zweites schauen wir uns gleich an, wem diese Seite da gehört. Das heißt, man muss sich, wenn man fremdes, urheberrechtlich geschütztes Material verwenden möchte, vergewissern, dass man die Rechte hat. Ja. Irgendwas, was Sie im Internet gefunden haben, brauchen Sie die Urheberrechte dran. Ganz einfach. Nur wenn ich die explizit habe, darf ich es verwenden. Wenn ich die nicht explizit nachweisen kann, entweder weil es unter einer sogenannten freien Lizenz ist, heißt dann Creative Commons Lizenz, oder weil ich den Fotografen, die Fotografin persönlich kenne oder gefragt habe, solange ich das nicht habe, darf ich es nicht verwenden. Denn was dem Urheberrecht völlig egal ist, ist dieser Satz, das habe ich im Internet gefunden. Nur die Tatsache, dass ich ein schönes Bergpanoramabild ins Internet stelle, heißt noch lange nicht, dass irgendjemand von Ihnen das hier verwenden dürfte. Solange ich nicht explizit dazu schreibe, zur freien Verwendung, geht das nicht. Auch dieser Satz, da stand nichts von Copyright dabei. Ja, mag sein. Aber anders als beim Patentrecht hat man das Urheberrecht automatisch. In dem Moment, in dem ich ein
künstlerisches Werk schaffe, ein Text, ein Foto, gehört es erstmal komplett mir und niemand anders darf das machen. Ich muss das auch nicht extra kennzeichnen. Andersrum ist es richtig. Ich muss es kennzeichnen, wenn es jemand verwenden darf. Auch wenn es nicht für nicht kommerzielle Zwecke ist. Auch wenn das für das Profilbild von einem 14-Jährigen ist. Auch wenn das für ein Schulfest ist, für einen Flyer beispielsweise, der dann verteilt werden soll auf dem Marktplatz oder sowas. Völlig egal. Ich muss als Urheber nicht hinnehmen, dass irgendjemand meine Werke verwendet. Ja? Ich spreche von allen urheberrechtlich geschützten Werken, das heißt von allen Fotos, ob das mein Profilbild ist, ob das ein Profilbild ist, das ich auf meine Seite stelle, ob das ein Titelbild ist, ob das ein Musikstück ist, das ich irgendwie auf meine Webseite stelle oder weiterleite, ob das ein Foto ist, das ich ausdrucke und mir auf ein T-Shirt drucke, weil ich das so toll finde. All das ist das Gleiche. Ich brauche die explizite Erlaubnis des Urhebers oder der Urheberin. Solange ich die nicht habe, ist es verboten. Das ist das Problem, weshalb dieses Urheberrecht auch momentan auch politisch so heiß umstritten ist. Weil bisher war es relativ einfach. Wer konnte veröffentlichen? Nur Leute, die einen Buchverlag konnte veröffentlichen, einen Zeitungsverlag, das waren alles Profis. Mittlerweile kann natürlich jeder einfach mal so locker flockig eine Website basteln und da Sachen veröffentlichen. Und das Problem beim Urheberrecht ist vor allem die öffentliche Zugänglichmachung. Wenn ich ein Buch schreibe, das es im Buchladen gibt, dann ist es öffentlich. Wenn ich eine ganz normale Website erstelle, auf die jeder drauf zugreifen kann, theoretisch, ist das auch öffentlich. Schwierig wird es, wenn ich ein Facebook-Profil habe mit 150 Freunden, die ich alle irgendwie auch außerhalb von Facebook kenne. Und wenn ich dort ein Foto einstelle, das aber nicht für alle zu sehen ist, sondern nur für einen ausgewählten Freundeskreis, dann ist es nicht so richtig öffentlich zugänglich, aber es ist auch nicht mehr so ein kleiner, intimer, privater Kreis, weil diese 150 Leute sich alle untereinander nicht mehr so genau kennen. Und da ist momentan die Aushandlung auch in der Juristerei, wo man sagt, ist das jetzt schon richtig öffentlich, greift das Ganze voll oder ist es noch nicht so richtig öffentlich? Also da ist der Übergang auch fließend. Bei den Fotos, die ich hier gezeigt habe, sind es alles Leute, die ich persönlich kenne, die haben ja Fotos von mir gemacht oder sind Fotos, die ich selber gemacht habe und eingestellt habe. Und Screenshots von Facebook ist auch öffentlich, das ist kein Problem. Ja. Also bei Schulen sind zwei Sachen nochmal. Also wenn man das innerhalb einer Klasse macht mit 28 Kindern, die kennen sich alle untereinander. Ich glaube, da ist es nochmal eine andere Frage, als wenn man dann denselben Vortrag nochmal online stellt auf die Webseite der Schule. Das sind sehr unterschiedliche Dinge. Und dann gelten nochmal spezielle Urheberrechtsschranken für den Bildungsbereich. Also man kann einen Zeitungsausschnitt kopieren als Lehrerin, im Unterricht verwenden, aber ich dürfte das bei einem öffentlichen Vortrag nicht so ohne weiteres machen. Weil für den Bildungsbereich, gerade für den institutionalisierten Bildungsbereich wie Schulen, ist es nochmal ein bisschen anders. Ich habe irgendwo nochmal da hinten eine Hand gesehen, genau, am Fenster. Ja, nein und ja. Also wenn Sie nur auf Like drücken, nicht, weil da haben Sie es, naja, man könnte sich theoretisch sogar auf den, also der Punkt ist, haben Sie das Ganze zusätzlich verbreitet. Wenn Sie auf Teilen klicken, dann haben Sie es zusätzlich verbreitet. Dann sind Sie dafür auch haftbar zu machen. Es ist keine Straftat, aber Sie sind haftbar zu machen im zivilrechtlichen Bereich. Wenn ich auf Like drücke, dann macht man, wenn man sehr spitzfindig ist, auch so einen Inhalt zusätzlich, verbreitet man ihn zusätzlich, weil in meinem Profil sehen ja meine Bekannten, der Thomas Pfeiffer liked oder dem gefällt dieses Bild. Und dann habe ich nochmal eine zusätzliche Aufmerksamkeit auf dieses Bild gelegt. Aber das sind schon juristische Spitzfindigkeiten, wo man viel Haare auf den Zähnen haben muss. Ich kenne jetzt keinen Fall,
dass jemand für so etwas schon abgemahnt worden ist oder Schadensersatz zahlen musste, weil er ein urheberrechtlich geschütztes Werk geliked hat. Man muss sich auch immer überlegen, wie offensichtlich ist das für mich, ob die Person das machen darf oder nicht. Das mag bei Disney-Charakteren vielleicht noch offensichtlicher sein, als wenn man irgendwie ein Foto hat, das man irgendwie aus dem Internet geholt hat oder sowas. Jetzt würde ich die zwei Fragen noch sammeln und dann machen wir vielleicht weiter. Da war weiter hinten hier eine Frage. Ja? Ja, da gibt es eine höchstrichterliche Entscheidung. Wenn ich auf Facebook eine Webseite eintrage und sage, schaut doch alle auf www.süddeutsche.de/Artikel über CSU-Affäre oder sowas. Und ich trage diese Adresse ein bei Facebook und klicke auf Return, dann dauert es 1-2 Sekunden und dann wird mir da automatisch so ein kleines Vorschaubildchen angezeigt, wie wir es vorhin bei diesem Kaffee gesehen haben. Und es wird so ein kleiner Anreißertext, die ersten 140 Zeichen, die ersten 10, 12 Worte werden da angeteasert, sagt man, also kurz als Anreißer gezeigt. Streng genommen ist das eine Urheberrechtsverletzung, weil ich dieses Bild nicht weiter verbreiten darf. Hier gilt aber eine Ausnahme, weil es ein Vorschaubild ist. So ein ganz kleines, mit diesem Bild kann man nicht wirklich was anfangen. Es gibt so ungefähr eine Ahnung, um was es in diesem Artikel geht. Es ist ein ganz klitzekleiner Ausschnitt. Und das ist mittlerweile juristisch abgesichert kein Problem. Wenn das nicht so wäre, wenn hier diese Schranke nicht extra gelten würde, dann hätten Sie vollkommen recht. Also was nicht geht, ist, dass ich den gesamten Artikel nehme, dass ich das Bild im Original nehme und da reinklatsche, aber so ein kleines automatisch generiertes Vorschaubildchen geht. Jetzt war hier vorne noch eine Frage. Dann haben Sie, und das ist die aktuelle Diskussion, das wird heiß diskutiert, das ist eine sogenannte, also Sie haben das Bild genutzt erstmal und Sie haben es umgeformt. Und juristisch sagt man dazu, das ist eine transformatorische Nutzung. Sie nutzen dieses Ding, verfremden das, das machen viele Künstler im Musikbereich beispielsweise, dass sie Bilder, Musik nehmen und das nochmal stark verfremden. Nach momentanem Urheberrecht muss ich das nicht hinnehmen. Die Diskussion geht, ob man das für den privaten Bereich, ob man das erlauben soll oder nicht. Aber das ist nach geltendem Recht und es wird auch lange Zeit noch sicherlich so bleiben, ist das nicht möglich. Also auch für nicht kommerzielle Zwecke. Ja? Ja. Also die Grenze ist eigentlich, ist es öffentlich oder ist es nicht öffentlich? Von den Enden her ist es einfach gedacht. Wenn ich das zu Hause an meine Wand hänge, dann ist es nicht öffentlich. Dieser Vortrag hier ist eine öffentliche Veranstaltung. Wenn ich hier ein Bild verwende, wo ich die Urheberrechte nicht dran habe, dann kann mich der Rechteinhaber dafür mir Geld abknöpfen. Genau das Problem, das Sie ansprechen, das Internet sorgt dafür, dass wir diese genaue, klare Grenze, was ist öffentlich, was ist nicht öffentlich, dass die verschwimmt, dass man das nicht mehr genau sagen kann. Bei mir mit meinem Facebook-Profil mit 2000 Kontakten, was ich da mache, ist immer öffentlich. Habe ich aber 100 Freunde, die ich alle persönlich kenne, ist das jetzt schon, dass so eine richtige Öffentlichkeit ist es nicht. Das ist nicht so, als würde das in der Zeitung stehen. Gleichzeitig ist es aber auch kein privater, enger Kreis. Und momentan sagen viele Juristen, es ist dann eine nicht öffentliche Sache, wenn sich die Teilnehmer untereinander alle kennen. Klassisch in einer Schulklasse kennen sich alle Schulkameraden untereinander problemlos. Das ist eine nicht öffentliche Gruppe. Wenn die ganze Schule aber jetzt schon einen Schulausflug macht, dann ist es im Sinne des Urheberrechts wohl als öffentlich anzusehen. Aber das muss man dann auch immer im Einzelfall entscheiden. Sie machen zwar Werbung für wenn ein Schüler oder ein Sohn von Ihnen ein Lied runterlädt und das auf seine Webseite nochmal stellt, dann macht er Werbung für diese Gruppe. Mag schon sein, ist ja auch toll. Aber ich muss das als Rechteinhaber nicht hinnehmen, dass irgendjemand für mich Werbung macht. Auch wenn das in irgendwelcher Beziehung etwas Positives für mich wäre, völlig egal, darf ich nicht machen. Ja?
Ja und ja und ja, dann kommt aber die Einschränkung. Also grundsätzlich, der rechte Inhaber, der darf das machen. Wenn ich jetzt ein Foto hier von jemandem hochlade, kann niemand von Ihnen sagen, haha, Pfeiffer, das ist aber nicht von dir, so gut kannst du gar nicht fotografieren. Kann ich sagen, ja, mag schon sein, aber solange es nicht Ihr Bild ist, haben Sie mir gar nichts zu sagen, zivilrechtlich. Normalerweise muss jetzt ein Anwalt auch nachweisen und muss sagen, dass er vom Rechteinhaber dazu beauftragt ist. Wenn er diesen Auftrag nicht nachweisen kann, darf er es nicht machen. Problem ist, es gibt eine Handvoll, und viele sind es gar nicht, die machen das im großen Stil. Die schicken einen Serienbrief, kostet 55 Cent und noch ein bisschen Papierkosten, schicken den 1000 Mal raus, haben also Ausgaben von summa summarum 600 Euro und schicken die an 1000 Leute raus. Und wenn davon einer reagiert und sagt, hui, hui, das ist mir jetzt aber vielleicht und schuldig und hin und her und sich davon einschüchtern lässt und 1000 Euro Gebühr dafür löhnt, das ist durchaus eine Größenordnung, die realistisch ist, dann hat sich das Geschäft gelohnt. 600 Euro eingesetzt, 400 Euro Gewinn gemacht. Das ist genau das Problem. Das heißt, wenn man so einen Brief bekommt, dann muss man sich die Frage stellen, ich habe jetzt Aufwand. Das kann unter Umständen, wenn jemand sagt, naja, ich weiß nicht, ob ich wirklich gewinnen würde oder nicht. Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene paar Sachen. Aber das ist genau das Problem, das jetzt mittlerweile auch die Bundesregierung an, ich glaube, das wird sogar noch in dieser Legislatur verabschiedet, dass solche Abmahnungen gedeckelt werden. Weil dieses Geschäftsmodell, dass ich ganz viele abmahne und sage, naja, wenn davon einer nur sich ins Boxhorn jagen lässt, das funktioniert nur dann, wenn die Abmahnsumme 1.000, 2.000 Euro beträgt. Und genau deswegen möchte man das deckeln auf 150 Euro, dann funktioniert das gar nicht mehr. Ich habe hier irgendwo ein Handzeichen gesehen oder nicht? Nein. Und der letzte Grund, der dem Urheberrecht völlig egal ist, das machen die anderen doch auch. Das heißt, auch wenn jemand anderes das Urheberrecht verletzt, dann kann ich mich als Rechteinhaber, dann suche ich mir den Jungen raus, der in Erding wohnt, weil in Erding, Großraum München, da haben die Leute vielleicht mehr Geld als in Oberfranken. Und dann hole ich mir halt das Geld von dem. Und dann braucht der sich nicht beschweren und sagen, ja, aber den anderen hast du aber auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Völlig wurscht. Was dem Urheberrecht egal ist, ist relativ einfach. Ich brauche die explizite Erlaubnis und dann geht's nicht. Ansonsten geht's nicht. Das war das Urheberrecht für denjenigen, der bei einem Foto hinter der Kamera stand. Die Frage ist jetzt aber, was ist mit den Leuten, die auf dem Foto zu sehen sind? Da gilt das sogenannte Kunsturhebergesetz und die Frage, das Recht am eigenen Bild. Diese drei Herren, darf ich dieses Foto hier auf diesem Vortrag einfach so zeigen? Ich höre ein Nein. Dann soll ich jetzt am besten den Vortrag abbrechen und nach Hause gehen. Sie haben einerseits recht, ich darf es nicht zeigen, wenn ich die drei nicht gefragt habe. Habe ich, in dem Fall habe ich sie gefragt, das Foto ist so auch im Buch abgebildet und da haben sie beide, ich kenne ja, links bin ja ich zu sehen und die anderen beiden kenne ich, habe ich gefragt. Ich habe mir deren Einverständnis nicht schriftlich geben lassen. Ich vertraue darauf, dass ich nie vor Gericht gehen muss und es nie nachweisen muss. Aber wenn einer sagen würde, ja Moment mal, mittlerweile, du verdienst so wahnsinnig viel Geld mit dem Buch und mit den Vorträgen, ich hätte gerne 150 Euro Lizenzgebühr für dieses Foto, dann müsste ich nachweisen, dass er mir damals das erlaubt hat, kostenlos zu nutzen. Aber diese drei Herren lachen alle drei in die Kamera. Sie sind alle drei nüchtern, denke ich mal, dass wir das da noch waren. Wir sind offensichtlich Herr unserer Sinne. Wir wissen genau, hier wird gerade ein Foto gemacht. Und wir stimmen dadurch, dass wir in die Kamera grinsen, uns extra so positioniert haben, auch darin damit überein, dass ein Foto gemacht wird. Und genau an der Stelle hört es auf. Ich sage, ja, du darfst ein Foto machen, aber ich sage nicht, ja, du darfst das Foto machen und auf Facebook stellen. Das Foto ist für dich als Erinnerung, kannst du als Bildschirmhintergrund verwenden, kannst ausdrucken, kannst dir auf den Schreibtisch stellen, wenn du magst, aber du darfst es nicht veröffentlichen. Ich brauche eine explizite Erlaubnis
von Leuten, die auf einem Bild zu erkennen sind, wenn ich deren Fotos veröffentlichen möchte. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Hoppala, jetzt geht's zu weit. Hier, er hier. Warum habe ich sein Gesicht unkenntlich gemacht? Damit eben hier keiner sagen kann, nein, Pfeiffer, das darfst du nicht verwenden, das Foto. Ich brauche bei jedem Foto, wir hatten am Anfang das Urheberrecht, ich brauche die Erlaubnis vom Fotografen. Das habe ich in dem Fall, weil es eine freie Lizenz war, dieses Foto. Erste Hälfte, ja. Zweite Hälfte, ich brauche das Einverständnis von einer abgebildeten Person. Habe ich nicht. Deswegen habe ich die Person unkenntlich gemacht, sodass niemand aus dieser Zielgruppe diese Person erkennt. Aber auch das sind alles Fotos, die man original so im Internet findet. Ja, wenn man mal ich habe nach Drunken People gesucht, ich habe es extra auf Englisch gesucht, damit wir da nicht zufällig nochmal jemand irgendwie aus Erding da doch haben. Aber das sind alles Dinge, so ein Foto darf ich nicht online stellen, wenn die abgebildete Person dem nicht zustimmt. Und wahrscheinlich wird der Knabe hier nicht sagen, ist doch mir egal. Und ich kann mir auch nicht später sagen, ich habe kurz an dem gerüttelt und habe gesagt, hast du was dagegen? Und er hat nicht explizit gesagt, nein, das möchte ich jetzt nicht, sondern er hat nur irgendwas komisch genuschelt. Völlig wurscht, ich darf das nicht. Auch das nächste Foto, da sind schon mehrere Leute zu sehen. Ja, 1, 2, 3, 4. Aber offensichtlich, man sieht auch von dem Setting von diesem Foto, das ist irgendwie eine private Feier. Ich darf das Foto nicht machen, ohne dass die zugestimmt haben. Wie sieht es mit diesem Foto hier aus? Das sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute drauf. Muss ich da immer noch die Leute unkenntlich machen oder war ich da nur besonders höflich? Ich weiß, ich bin ein höflicher Mensch, aber bin ich dazu verpflichtet? Ja, also bin ich doch nicht so höflich, sondern mache ich das Ganze nur, weil ich es machen muss. Sie haben recht. Auch diese Leute müssen es nicht hinnehmen. Ab und zu hört man, wenn es ein Gruppenfoto ist und wenn da mehr als 7 Leute zu sehen sind, dann brauche ich das Einverständnis der einzelnen Leute nicht. Das ist nicht richtig. Diese 7 Leute, das ist eine Faustformel, so ungefähr, aber es kommt auch auf viele Begleitumstände an. Wenn ich beispielsweise ein Foto von hier oben mache, wo man sie wegen der Scheinwerfer wahrscheinlich eh nicht erkennt, aber wenn ich zeigen möchte für einen Vortrag oder sowas, so sah es in Erding aus. Und ich mache ein großes Foto von Ihnen als Gruppe, die hier sitzen. Dann müssen Sie das hinnehmen, da bräuchte ich Ihre Einwilligung nicht. Warum? Weil es eine öffentliche Veranstaltung ist und weil ich auf dem Foto den Charakter dieser Veranstaltung darstelle und nicht einzelne Leute. Und man kann sich hier zwar auf den Standpunkt stellen, also da werden keine einzelnen Leute mehr gezeigt, sondern ich möchte zeigen, wie es auf dieser Feier zugegangen ist. Dass die Leute also Sombrero-Hüte auf hatten, dass es Geschenke gab und so weiter. Dann würde das von der Seite aus in Ordnung sein, aber weil es eine private Veranstaltung ist, muss ich es doch wieder nicht machen. Wenn das allerdings ein Theaterstück beim Schulfest wäre, sähe die Sache schon wieder anders aus, weil es eine öffentliche Veranstaltung ist. Ich habe nur gehört, aber ich sehe nichts. Irgendjemand hat eine Frage. Ja, bitteschön. Ja, die Japaner sind ganz berüchtigt mit ihren Fotos. Also es schaut vielleicht so ein bisschen aus wie hier. Das ist nicht Schloss Neuschwanstein. Wer erkennt es? Wer ist denn so fit geografisch? Was man darauf sieht. Das ist ganz hoch im Norden, die haben, ja? Hamburger Michel, richtig, genau. Hamburger Michel, fast so schön wie unser Neuschwanstein. Aber man sieht hier links unten, erkennt man deutlich meinen Co-Autor, Jöran Mus-Meerholz vom Buch. Und die Frage ist, er ist jetzt hier nicht unkenntlich gemacht. Warum darf ich dieses Foto trotzdem hier zeigen, ohne dass ich ihn fragen muss? Ganz einfach,
Und das war auf einem öffentlichen Platz. Und das eigentliche Motiv des Bildes ist dieser, verglichen mit Neuschwanstein, hässliche Hamburger Michel. Und was hier der Jöran ist, das ist im schönsten Juristendeutsch, er ist schmückendes Beiwerk. Wir haben lange darüber gestritten, ich habe gesagt, Beiwerk ja, ob du schmückend bist, aber gut. Das heißt, wenn ich ein Foto mache auf öffentlichem Gelände, dann werde ich Schloss Neuschwanstein nie fotografieren können, ohne dass da irgendwelche Japaner ins Bild laufen. Dann muss ich es hinnehmen. Was ich nicht machen darf, ist, und dieses Bild hier herauszoomen, diesen Ausschnitt nehmen und sagen, hier sehen wir einen eisessenden Mitteleuropäer vom Hamburger Michel. Weil dann zeige ich auf diesem Foto ihn und nicht den Hamburger Michel. Und das muss man natürlich immer im Einzelfall entscheiden, was ist das eigentliche Motiv des Bildes. Wenn ich ein Gruppenfoto hier mache, dann fotografiere ich niemanden einzelnen von ihnen, sondern ich charakterisiere, ich bilde die Veranstaltung ab. Dann ist das in Ordnung. Wenn ich ein Foto mache, wo 2-3 Leute ins Bild laufen, aber eigentlich geht es um dieses schöne Schloss Neuschwanstein, ist das auch in Ordnung. Wenn ich jetzt aber jemanden herauszoome, 2 Kinder, die blöde Grimassen schneiden, und ich sage, ha, take picture, mach das Foto, dann brauche ich deren Einverständnis dafür. Zurück zu Facebook. Also es gibt noch eine weitere Ausnahme, also nicht nur schmückendes Beiwerk muss ich nicht fragen, und dann gibt es Stars, die ich nicht fragen muss. Also wenn hier Angela Merkel war heute in Trudering, wenn ich da ein Foto von ihr mache, muss ich sie auch nicht um Erlaubnis fragen. Ich muss auch nicht den Bürgermeister um Erlaubnis fragen, wenn ich ihn in Ausübung seines Amtes, wenn der zum Schulfest kommt und eine Rede hält, kann ich ein Foto von ihm machen, völlig in Ordnung. Es gilt auch für die Rektorin, den Rektor, wenn die in Ausübung ihres Amtes bei einer öffentlichen Veranstaltung, also hier am Anfang mich vorzustellen, wenn man da ein Foto macht, dann müssen die beiden auch nicht gefragt werden, denn sie sind in Ausübung ihres öffentlichen Amtes bei einer öffentlichen Veranstaltung aufgetreten. Was nicht geht, ist, dass sie dieselben Personen nachher beim Nachhausegehen fotografieren und diese Fotos dann wiederum verwenden. Denn anders als die Kanzlerin sind die beiden nicht immer im Dienst, sehr häufig und sehr lange, aber eben nicht immer. Aber nur in Ausübung ihres Amtes müssen sie es hinnehmen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung. Das heißt, der Lehrer muss es auch nicht hinnehmen, wenn ein Rotzlöffel aus der letzten Reihe ein Foto macht während des Unterrichts, dann macht der Lehrer zwar ein öffentliches Amt in dem Moment, aber das ist nicht in der Öffentlichkeit und deswegen muss das auch nicht hinnehmen. Irgendwo hier war eine Frage. Ja. Ja, genau Sie. Ja. Also, wenn er mir so weit ins Bild gelaufen ist, dass er mitten im Bild ist und dass man eigentlich sagen könnte, naja, mal hättest du halt 2 Sekunden gewartet, dann wäre der weg gewesen und die Sache hätte sich erledigt, dann wird es schwierig. Der entscheidende Punkt ist eine Person zu erkennen. Das heißt, ich muss ihn hier nicht komplett rausschneiden, es würde auch reichen, wenn ich sein Gesicht unkenntlich mache. Dann erkennt ihn niemand, fertig. Es geht wirklich nicht darum, ob er zu sehen ist, sondern ob er zu erkennen ist. Deswegen muss ich zum Beispiel diese Personen hier, die auch zu sehen sind, oder die hier oben, überhaupt nicht fragen. Völlig egal, weil die Leute erkennt man nicht und fertig. Aber die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt das Foto nehme und auf Facebook hochstelle? Erstmal gar nichts. Solange ich nicht explizit jemanden markiere, auf die Nasenspitze klicke und sage, hier, das ist aber der Jöran, der da drauf zu sehen ist, passiert erstmal nichts. Wenn irgendjemand gerade in München über mich redet, kriege ich das auch nicht mit, solange mich keiner anruft. Aber wenn ich jetzt irgendwie, oftmals passiert, gerade wenn es um Thema Cybermobbing, Cyberbullying geht, passiert es natürlich im engeren Freundeskreis. Und wenn es jemand drauf anlegt und mich ärgern will, dann will der natürlich auch, dass ich das sehe. Was kann ich machen? Ich kann einerseits von außerhalb von Facebook reagieren, sollte ich auch, kommen wir später noch dazu. Ich kann aber bei jedem Foto unten auch, da steht so ganz kleines Wort melden. Ich kann ein Foto auch melden
Und dann geht dieses Fenster auf und dann kann ich sagen, ja, dieses Foto zeigt mich oder einen meiner Freunde und es gefällt mir nicht. Klicke ich hier vorne da rein und klicke auf Weiter. Muss noch 5-mal auf Ja klicken, das ist bei Facebook immer so. Und wenn ich Glück habe, wird es irgendwann von Facebook rausgenommen oder nicht. Das heißt, wenn sich jemand über ein Foto beschwert, dann wird es irgendwann mal letzten Endes bei einem Mensch aus Fleisch und Blut, entweder in Indien oder in Marokko, wo Facebook solche Leute sitzen hat, aufschlagen und dann werden die anhand eines Kriterienkatalogs entscheiden, ob das Foto von Facebook von Amts wegen quasi herausgenommen wird oder nicht. Und diese Richtlinien sind sehr amerikanisch geprägt. Das heißt, wenn man eine halbe weibliche Brust sieht, wird das Foto sehr schnell entfernt. Wenn man einen halben männlichen Arm sieht und der Rest blutend abhängt, dann wird das Foto nicht so schnell entfernt, weil die Wertmaßstäbe einfach unterschiedlich sind. Das heißt, aber das ist die einzige Möglichkeit, die man hat, innerhalb des Systems Facebook irgendetwas zu machen. Deswegen ist es dringend angeraten, und da kommen wir jetzt auch gleich dazu beim Thema Cybermobbing und Cyberbullying, auch viele Möglichkeiten oder beziehungsweise sich zu überlegen, was kann ich außerhalb von Facebook machen, um dagegen vorzugehen. Schauen wir uns mal das Problem im echten Leben an, im Real Life. Da hat man dann sowas, das sind alles Originalbeiträge auf Facebook. Deswegen haben wir hier oben das auch tatsächlich unkenntlich gemacht. Samstag irgendwo in der Nähe von Wolfshagen, Mike ist doof. Kann man im Einzelfall nicht entscheiden, ist das jetzt Cybermobbing, ist das Bullying, ist das so ein bisschen so ein, Mai, du bist ja, in Bayern sagt man ja, Hund ist ja schon, ja, oder gescherter Hund. Das kann unter Umständen eine sehr hohe Auszeichnung sein. Aber hier wird es schon eindeutiger. Ja. Sie ist eine dumme Schlampe, ich traue mich immer fast nicht, das vorzulesen. Aber zum Beispiel ganz unten, Frau Bünger ist eine dumme Schlampe. 3 Ausrufezeichen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Sie Frau Bünger, vielleicht sogar irgendwo in der Nähe von Wolfshagen in Niedersachsen, Lehrerin ist. Dann ist das zwar nicht Cybermobbing, vielleicht, wie man sich das klassischerweise vorstellt, aber es ist definitiv eine Grenzüberschreitung, die man unterbinden muss. Und auch wenn diese Gruppe nur in Anführungszeichen 8 Mitglieder hat, ja, das sind wahrscheinlich die 8 aus der 7b, ja, die sie genau kennen, dann geht das nicht. Wenn man nach dem Begriff pausenlos die Fresse polieren auf Facebook sucht, dann kriegt man unzählige Gruppen. Ja, und wir haben die Namen hier mal immer ausgegraut. Und die ganz schlimmste Gruppe ist dann noch in Großbuchstaben, ja, aber dafür keine 3 Ausrufezeichen, sondern nur ein Punkt. Das hat manchmal nur 1 Mitglied, 8 Mitglieder, aber das sind öffentliche Gruppen. Und da kann ich, und das ist jetzt die Schwierigkeit dabei bei so einer öffentlichen Gruppe, da kann ich auch andere Facebook-Mitglieder einfach in so eine Gruppe, offiziell heißt es einladen, aber ich kann die einfach hinzufügen. Kann dann einfach sagen, haha, der Sven, der sitzt immer in der ersten Reihe, der wischt immer die Tafel, ja, dem drücke ich jetzt mal eins rein. Ich mache eine Gruppe auf, die heißt Frau Bünger ist doof, und dann lade ich den Sven in diese Gruppe ein. Und solange der Sven nicht aktiv aus dieser Gruppe rausgeht, ist er Mitglied dieser Gruppe. Und wenn der Sven aber, wenn ich das weiß, mal 3 Tage zur Oma gefahren ist und 3 Tage dort nicht ins Internet gehen kann, dann ist er 3 Tage da drin. Das ist ein Problem. Muss man aber auch wissen, wenn man sich überlegt, wer ist Teil dieser Gruppe, wer kann was dafür, wer kann nichts dafür. Man kann sich öffentlich das Ganze mal anschauen. Auf der Seite wirwissenwasdutust.de haben wir für das Buch erstellt. Und da sehen Sie in Echtzeit Leute, die öffentliche Statusmeldungen posten mit dem Begriff betrunken oder mit dem Begriff Wichser oder mit dem Begriff Arschloch. Ja, Frau Holle ist ein Arschloch, könnte man sagen, gut, das ist jetzt keine klassische Beleidigung, die irgendwie rechtlich wäre. Da sollte man höchstens sagen, Mensch, nenn es doch ein bisschen anders. Ich mag nicht, dass es regnet oder so. Mathe ist ein Arschloch. Naja, ja, alles klar. Auf 2 Dinge referiert es natürlich. Zum einen, die Leute sollten einfach ihre Profile auf privat stellen und sagen, das soll nicht jeder öffentlich immer sehen können, was sie da schreiben. Und da muss man sich grundsätzlich überlegen, ob es einfach eine Wortwahl ist, die man in so einem öffentlichen Raum, wie wir hier sind, auch tatsächlich anwenden sollte. Aber
5 Grundsätze, was ich machen kann, wenn es zu Cybermobbing, wenn es da zu Hänseleien und zu viel mehr auch gekommen ist. Grundsätzlich die Sache ernst nehmen. Auch wenn diese Gruppe, Frau Bünger ist doof, nur 8 Mitglieder hat, dann sind es ja genau diese 8 Mitglieder, die an der Schule sind. Und wichtig sind ja vor allem auch, wer sieht denn alles, dass es diese Gruppe gibt? Auch gleichzeitig, wenn ein Kind kommt und sagt, Mensch, ich wurde auf Facebook, werde ich da gehänselt, die Sache ernst nehmen, dann völlig egal, ob das jetzt auf Facebook ist, im Internet oder auf dem Schulweg, es ist schmerzhaft, es ist verletzend und man muss damit umgehen. Wichtig, nicht innerhalb von Facebook reagieren. Ich habe zwar vorhin von diesem Melden-Button gesprochen, den meine ich jetzt aber nicht, sondern Sie stellen sich vor, da ist ein Foto von mir im Schwimmbad und ich möchte einfach nicht, dass dieses Foto, das ist nichts Weltbewegendes, ich bin da nicht nackt zu sehen, sondern in Schwimmbadkleidung halt. Ja. Aber ich muss es nicht hinnehmen. Es ist aber keine gute Idee, öffentlich unter dieses Foto zu kommentieren und zu sagen, nimm das Foto bitte raus. Weil dann weise ich ja noch viel mehr Leute darauf hin. Und dann geht der ganze Ärger ja erst richtig los. Das heißt, ich möchte ja eigentlich die Aufmerksamkeit von diesem Foto wegnehmen. Ich werde mir also die Person greifen, die das Ganze gemacht hat, eingestellt hat und außerhalb von Facebook mit ihr in Kontakt treten und sagen, nimm dieses Foto gefälligst raus. Bis morgen 12 Uhr hast du das Foto entfernt. Ansonsten werden wir rechtlich, gehe ich zur Polizei. Kann man machen. Oder ansonsten gehe ich zur Lehrerin. Oder ansonsten werde ich mich mehr dagegen wehren. Aber nicht öffentlich auf Facebook. Facebook nicht verbieten, auch wenn es schmerzhaft ist. Man braucht es natürlich auch als Elternteil, als Erziehungsberechtigter, als Lehrerin auch, sich das Ganze anzuschauen, welche Grenzverletzungen da passieren. Das heißt, die Augen zu verschließen und zu sagen, ha, die Sache ist erledigt, funktioniert nicht. Facebook nicht verbieten, aber natürlich den Umgang gegebenenfalls einschränken oder vor allem verstärkt begleiten, sich das gemeinsam anschauen. Das ist auch wichtig, um die Beweise zu sichern. Und Beweise braucht man nicht nur, wenn man vor Gericht sich irgendwann trifft, sondern natürlich auch, wenn man irgendwann mal sagt, okay, wir gehen jetzt mal in die Schule, reden gemeinsam mit der Rektorin und machen jetzt mal die harte Nummer. Und dann sitzt so ein 13-Jähriger da, Hände in der Hosentasche und sagt, habe ich nie reingestellt. Und wenn man in dem Moment einen Screenshot rausholt, einen Ausdruck und sagt, naja, Moment mal, am letzten Montag um 17.21 Uhr hast du Folgendes geschrieben, dann fällt dem die Kinnlade runter. Das heißt, wichtig ist, wenn man sieht, da ist ein Foto oder da ist eine Schmähung, die man nicht hinnehmen möchte, einen Screenshot davon machen, diese Beweise sichern, damit man die später wieder verwenden kann. Wenn Sie übrigens direkt Fragen haben, dann müssen Sie mittlerweile schnipsen, weil jetzt sind die Scheinwerfer so hell, dass ich gar nichts mehr sehe. Macht tatsächlich jemand. Okay, bitteschön. Mit den gleichen, die es außerhalb von Facebook auch zu rechnen hätte. Es kommt natürlich auf den Einzelfall drauf an. Es kommt darauf an, wie alt ist das Kind? Ist es 12 Jahre? Ist es 14 Jahre? Da sind es nochmal andere strafrechtliche Konsequenzen. Aber es gibt ja auch vor den strafrechtlichen Konsequenzen hier die Lehrer im Publikum nicken schon fleißig. Es gibt natürlich auch viele andere Konsequenzen, die man auch innerhalb der Schule oder auch innerhalb der Familie ziehen kann. Aber das kommt sehr auf den Einzelfall drauf an, aber es ist völlig irrelevant, ob jetzt Facebook seine Server in Marokko, in den USA oder in Irland stehen hat. Die Grenzüberschreitung oder die Straftat dann auch, die ist auf deutschem Boden passiert und da gilt das deutsche Recht uneingeschränkt. Das heißt aber auch für einen 11-Jährigen, dass der strafunmündig ist. Aber es, wenn man es mal salopp ausdrückt, es hindert einem ja keinen davon, dem die Löffel lang zu ziehen. Beweise sichern und Hilfe holen. Wir hatten ja vorhin Kriseninterventionsteam auch. Auch wenn das jetzt im Einzelfall, wenn man sich vorstellt, um Gottes Willen, das ist richtig heftig, sowas passiert. Sowas passiert auch häufiger. Sowas passiert außerhalb von Facebook genauso. Und es sind einige Mechanismen sind anders auf Facebook, deswegen muss man bei manchen Sachen anders reagieren, beispielsweise ja nicht über Facebook, aber vom grundsätzlichen Mechanismus ist es natürlich etwas, was man als Schule
oder als Jugendeinrichtung, womit man auch schon seine leidigen Erfahrungen auch hat. Und deswegen ist es notwendig, sich Hilfe zu holen. Entweder, dass man an die Schule geht, Lehrkräfte anspricht oder aber auch natürlich ganz normal zur Polizei geht. Es gibt auch Jugendbeamte, die sich auch auf sowas spezialisiert haben. Da kann man auch hingehen. Es kann auch sehr hilfreich sein gegenüber dem Täter beispielsweise, dass man auch wirklich sagt, ja, wir gehen zur Polizei, ohne dass es jetzt groß mal jemand vor Gericht geht. Aber das kann natürlich auch letzten Endes ein sehr klares und deutliches Zeichen sein, was auch ein 14-Jähriger dann deutlich verstehen sollte. 3 Stufen. Ja, Sie müssen schnipsen, sonst sehe ich nichts mehr mittlerweile. Aha, ja, bitteschön. Also die Frage ist, ab wann darf man nach Facebook rein? Facebook selber nennt die Altersgrenze 13. Wenn ich ein Facebook-Konto aufmache, dann wird dieses Alter auch überprüft. Und zwar in Form, dass man sein Geburtsdatum angibt. Und wenn ein 11-Jähriger einen Taschenrechner vom großen Bruder benutzt und sagt, wir haben heute 2013, ich bin 2004 geboren, ach, ich gebe einfach mal 2000 ein. Dann ist dieser junge Mann 13 Jahre alt im Sinne von Facebook und die Sache hat sich erledigt. Das heißt, diese Überprüfung findet faktisch nicht statt. Führt auch dazu, dass wir verhältnismäßig viele 13- und 14-Jährige dort haben, weil alle, die 12 sind, machen sich einfach nur ein Jahr älter. Man muss aber auch dazu sagen, dass das keine pädagogische Entscheidung ist. Facebook ist auch kein pädagogisches Unternehmen, sondern die haben sich einfach aus rechtlichen Gründen dafür entschieden, ab 13, jünger wollen wir gar nicht, dann haben wir andere Datenschutzauflagen und dann ist es alles irgendwie ein bisschen komplizierter, braucht man nicht. Und außerdem waschen die ihre Hände in Unschuld und sagen, wenn die Leute, die es nutzen, lügen, können wir doch nichts dafür. Man kann sich auch auf den politischen Standpunkt stellen, dass man sehr wohl Facebook eine Pflicht auferlegen könnte, dieses Alter genauer zu überprüfen. Aber das gibt es momentan nicht. Es gab auch mal Gerüchte von sogenannten gekoppelten Accounts, dass man quasi für Kinder, die 10 Jahre alt sind, eine spezielle Kontoversion aufmacht, die an ein anderes Konto eines Erwachsenen gekoppelt ist. Dass ein Erwachsener zum Beispiel überprüfen kann, mit wem geht deine Freundschaft ein, welche Fotos stellt er online und so weiter. Diese Gerüchte gab es, aber haben sich bisher nicht bewahrheitet. Und da muss man auch überlegen, macht Facebook hier eine Einstiegsdroge, dass noch Jüngere noch leichter reingehen? Das ist auf der Soll-Seite, das ist schlecht bei diesem Vorschlag. Der Vorteil bei diesem Vorschlag ist, dass die Leute eben nicht mit 13 ins kalte Wasser springen und dann völlig alleine sein müssen, sondern dass sie natürlich im besten Falle begleitet langsam herangeführt werden. Aber diese Kontoarten gibt es momentan nicht und deswegen muss man mal schauen, wie sich da Facebook entwickelt. Man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass ein reifer 12-Jähriger, wo man sagt, Mensch, der ist, der weiß, was er da tut, der vertraut mir, mit dem habe ich einen engen Kontakt, dann könnte man sich auch hinstellen und sagen, okay, du darfst mit 12 da schon rein. Es gibt aber den einen oder anderen 13-Jährigen, wo man sagt, schade, dass du da schon rein darfst, offiziell, mir fehlt jetzt der Grund weg, weshalb ich es dir noch verbieten sollte. Die Cyber-Variante von Mobbing, den direkten Kontakt mit dem Angreifer suchen. Es gibt 2 Arten von Angriffen. Das eine sind Leute, das ist dann die harte Herausforderung, da macht jemand ein Geheimkonto auf, ja, und sagt eben nicht, wer er ist. Gibt als Name Manfred Meyer an und gibt sich einfach als jemand anderen aus. Da wird es schwer, einen direkten Kontakt zu suchen. Aber oftmals wissen Lehrkräfte dann auch schon oder haben einen sehr engen Täterkreis, wo sie sagen, naja, also das könnte doch die oder die Person sein. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass einfach jemand ein Foto immer wieder online stellt und sich auch noch damit brüstet und sagt, haha, dem zeige ich es jetzt aber richtig. Das heißt, da weiß ich, wer der Angreifer ist. Da kann ich den direkt ansprechen. Ich kann direkt zum Lehrer gehen und sagen, wir sollten mit diesem reden. Das zweite ist, bei harten Fällen, also wenn beispielsweise ein 14-Jähriger in die Mädchenumkleide geht, Tür auf,
Foto mit dem Handy macht, Tür zu, abhauen und das online stellen. Dann brauche ich nicht mehr irgendwie viel mit dem reden und so weiter. Der weiß genau, was er da gemacht hat. Dann muss ich schauen, dass ich das möglichst schnell bei Facebook lösche, blocke, melde, das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Gleichzeitig zu dem direkten Kontakt und so weiter, dass ich da möglichst schnell reagiere. Und das Wichtige auch, und das damit auch androhen, rechtliche Schritte einleiten oder androhen und sagen, das ist letzten Endes die Konsequenz, das muss ich nicht hinnehmen und das muss man gegebenenfalls dann auch mal durchfechten. Ich habe irgendwas gehört, ja. Genau, dann habe ich, dann funktioniert auch gar nichts mehr. Also das ist der Punkt, vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob es alle gehört haben, was passiert, wenn ich einen Freundeskreis habe und da sind zwei oder drei, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Kuckuckseier drin. Die habe ich irgendwann mal, habe ich gesagt, jawohl, Freundschaftsanfrage ist okay, von denen höre ich Ewigkeiten nichts und irgendwann ist es jemand, der ein Foto, was ich online aus Versehen vielleicht online gestellt habe, verbreitet es weiter und dann ist das Ding in der Welt und dann habe ich tatsächlich das Riesenproblem. Dann kann ich bei Facebook diese einzelnen Kopien noch versuchen zu melden, zu löschen, zu blocken. Wenn ich alle erwische, ist gut. Wenn ich nicht alle erwische, habe ich genau das Problem. Und wenn ich gar nicht mehr weiß, wer der andere ist, weil es zwar ein Facebook-Freund ist, aber das ist kein realer Kontakt von mir, den ich nicht kenne, kann ich auf den auch nicht zugreifen. Dann habe ich nochmal ein ganz eigenes Problem. Aber die allermeisten Fälle passieren natürlich, die sind natürlich auch dann spannend, wenn da jemand zu sehen ist, den man da sieht. Das heißt, ein Großteil der Fälle passiert natürlich im direkten Bekanntenkreis und da muss ich dann eben schauen. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, sich, ich habe es am Anfang gezeigt, zu sagen, Anzeige aus der Sicht von, dass ich beispielsweise mir mal anschaue, wie schaut ein Profil für mich aus, dass sie sich auch mal hinsetzen in Abständen mit ihrem Kind und mal die Freundesliste durchgehen. Und mal nachfragen, wer ist denn das eigentlich? Und wenn da jemand auf dieser Freundesliste auftaucht, den weder das Kind noch sie kennen, dann kann man entweder die Freundschaft kündigen, machen Kinder nicht immer gerne, aber man kann auch diesen Freund, diesen Facebook-Freund in eine Gruppe packen und diese Gruppe heißt eingeschränkt. Das heißt, man geht dann auf das Profil und sagt, hinzufügen zur Gruppe eingeschränkt, dann kann diese Person, dann bin ich mit der zwar noch auf Facebook befreundet, aber die hat nur Zugriff auf Inhalte, die ich öffentlich teile. Das heißt, wenn ich Fotos mit meinen Freunden teile, dann ist dieser Freund aber davon ausgenommen, weil er in dieser Gruppe eingeschränkt ist. Und das ist schon eine Möglichkeit, um sich ein bisschen davor zu schützen. Ich habe hinten ja was gehört. Gar nichts. Der bekommt nur, wenn er irgendwann mal sich wundert und sagt, hey, jetzt habe ich aber schon lange nichts mehr von Markus gehört. Und wenn er dann da drauf geht, dann sieht er, ha, ich sehe ja gar nichts mehr von Markus, der hat offensichtlich die Freundschaft gekündigt. Aber in dem Moment des Entfreundens bekommt er keine Meldung. Nach heutigem Stand der Dinge. Kann auch sein, dass Facebook das in einem Jahr ändert, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, weil es für Facebook da keinen Grund dafür gibt, das machen zu wollen. Weil das ein bisschen Unruhe reinbringt und Facebook würde sowas sicherlich nicht nochmal forcieren. Ja. Es ist immer schwierig zu erkennen, wann hat man die Reife, gell? Ja. Also was nicht geht, ist, wenn man sich Donald Duck nennt. Das ist tatsächlich etwas, das würde von Facebook automatisch ausgesiebt. Was man sich überlegen kann, ob man das einfach Daniel T. Punkt, ja, man kürzt den Nachnamen einfach ab oder man nimmt als Nachnamen den Spitznamen oder irgendeinen anderen Namen, der
realistisch klingt vielleicht. Das ist einerseits, ja, könnte möglich sein, ich halte es aber für relativ schwierig, weil natürlich Kinder sagen, ich möchte da rein, ich möchte da mit den Freunden, die ich kenne, auch tatsächlich in Kontakt treten. Also das zu verargumentieren, wird schwierig, aber man kann seinen Namen, zumal auch seinen Nachnamen bei Facebook, ich glaube, man kann ihn nicht unbegrenzt ändern, weil Facebook irgendwann sagt, naja, also so oft kannst du nicht geheiratet haben, wenn du 2007 geboren bist oder 2007 sowieso nicht. Aber man kann natürlich auch sagen, Mensch, schreib doch dann nur mal Thomas P. rein, wobei ich es auch gar nicht weiß, ob Facebook einen einbuchstabigen Nachnamen akzeptiert. Ich befürchte nicht. Also ja, es kann durchaus Sinn machen. Ich glaube aber, dass viele Kinder da nicht so lockerflockig sagen, ja voll, da bin ich voll dafür. Und da muss man es dann im Einzelfall entscheiden. Das ist eine Seite, Uport mit ganz vielen U's, 3 in der Mitte. Das ist eine Seite, die stammt aus Nordrhein-Westfalen, vom Landesmedienzentrum Nordrhein-Westfalen. Die machen aber keinen Sprachtest, also auch Oberbayern sind dort herzlich willkommen. Das ist eine geleitete Selbsthilfegruppe. Da sind so Guides quasi angestellt, aber die sind da dabei. Da kann man sich einerseits im Forum, auch mit 3 O, mit einer ganz speziellen Frage hinwenden, mit einem ganz individuellen Fall, wenn man den öffentlich machen möchte oder anonym da einstellen möchte. Dann kann man sich Hilfe holen. Man kann aber auch dann direkte Hilfe holen und sagen, das ist jetzt ein Problem, da möchte ich mich an jemanden wenden, der damit Erfahrung hat. Ich möchte das aber auch nicht öffentlich irgendwie breit streuen. Dann kann man sich da hinwenden und das ist eine gute Seite. Wir helfen euch gegen Mobbing und Abzocke im Web von der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen. Ich habe Ihnen ganz am Anfang gesagt, was ist Facebook, wie schaut Facebook aus. Wir sind dann über Privatsphäre und Datenschutz zum Urheberrecht gekommen. Eine Frage ist noch offen von einem Herrn hier links, die Frage, wenn ich ein Foto bei Facebook einstelle, was darf Facebook selber mit dem Foto machen? Also beispielsweise, ich mache ein Foto vom schönen Wendelstein, stelle es ein und Facebook sagt irgendwann mal, hey, das ist aber ein klasse Foto, damit mache ich jetzt Werbung in einem Imagefilm für Facebook und sage, was man mit Facebook alles machen kann, zum Beispiel Fotos teilen, und plötzlich erkenne ich da ein Foto von mir wieder. Muss ich das hinnehmen oder nicht? In den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook steht es drin, dass Facebook sich dieses Recht herausnimmt, diese Fotos zu verwenden, ja. Ich kenne aber keinen Fall, dass Facebook das in dem Maße missbraucht hat. Facebook lässt sich das absichern, weil sie zum Beispiel auch, wenn Fotos automatisiert zum Beispiel von Google weiterverarbeitet werden, dann braucht Facebook rein rechtlich die Erlaubnis, diese Fotos Google zu geben. Wenn ich in meinen Privatsphäre-Einstellungen drin habe, dass mein Profil von Google gefunden werden soll, dann muss Facebook rein technisch diese Daten an Google weitergeben, automatisiert. Und deswegen schreiben die das auch vor allem in diese AGBs rein. Ich würde aber, wenn keine hochpreisigen Fotos oder wenn man sagt, ich bin selber Fotograf, ich stelle meine schönsten Fotos da einfach online, dann gibt man damit automatisch auch Facebook die Erlaubnis. Aber in den allermeisten Fällen hat Facebook an meinem eigenen Einzelfoto gar kein Interesse. Aber rein rechtlich ja. Ich möchte Ihnen noch 5 Aufgaben mit nach Hause geben. Wir sind in einer Schule, da gibt es Hausaufgaben. Ich überprüfe sie aber nicht. Aber schauen Sie sich mit Ihrem Kind mal an, wie das Profil aus der Sicht eines Fremden aussieht. Und wenn da Fotos zu sehen sind, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, dann brauchen Sie die Fotos nicht rausnehmen, sondern das Publikum für diese Fotos beschränken. Wer soll was sehen können? Das muss man mit Kindern oftmals aushandeln. Die haben eine andere Sicht auf Privatsphäre als Erwachsene in vielen Fällen. Aber da muss man dann im Einzelfall diskutieren, argumentieren, ob man sagt, Mensch, das sind Fotos, die sollen alle sehen oder nicht. Privatsphäre-Einstellung für sich entscheiden, möchte ich auf Google gefunden werden, ja oder nein? Möchte ich, dass Fremde mich mit meiner E-Mail-Adresse finden können, ja oder nein? All das kann man in den Privatsphäre-Einstellungen anschauen. Als 4. das Publikum einschränken, sich ganz bewusst überlegen, solange man nichts macht,
sind die allermeisten Informationen, die man auf Facebook einstellt, für alle 25 Millionen Menschen in Deutschland und für die 1 Milliarde oder 500 Millionen weltweit öffentlich sichtbar. Das heißt, sich da überlegen, ich schränke das Publikum ein und sage, meine Beiträge sollen nur meine Freunde sehen können, beispielsweise. Und zu guter Letzt, Freundeslisten anlegen. Eine habe ich schon erwähnt, diese Liste eingeschränkt. Da kann ich auch zum Beispiel Leute, die ich nicht entfreunden möchte, weil mir das zu weit ginge, aber auf diese Freundesliste eingeschränkt packen. Ich kann eine Freundesliste anlegen, enge Freunde, und kann sagen, wenn ich unbedingt den Drang habe, dieses Foto online zu stellen, kann ich aber sagen, das sollen aber nur meine wirklich 5 besten Freunde sehen und die anderen 145, die ich habe, die sollen das nicht sehen. Dann brauche ich solche Freundeslisten, um dieses Publikum genauer einschränken zu können. Und wenn man diese 5 Übungen beherzt, dann ist man schon einen großen Schritt weiter und kann mit einem etwas ruhigeren Gewissen Facebook verwenden. Und ich hoffe, dass ich da einen Einblick geben konnte, was passiert, wenn mein Kind bei Facebook ist. Und unter facebook-für-eltern.de gibt es auch noch weitere Tipps. Oder wir machen jetzt nochmal eine Fragerunde. Und ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.